Cottbus ist eine Sportstadt. Mit Erfolgen in Leichtathletik, Turnen und Radsport sowie zuletzt durch Antje Möllner-Schmidt wurde sie international bekannt. Damit auch Sportler mit Handicap ihre Erfolge ausbauen, wurde das Sportzentrum barrierefrei umgebaut. Am Freitag ist dafür die Anerkennung erfolgt. Der Vizepräsident des Deutschen Behindertensportverbandes Thomas Hertel hat Cottbus offiziell zum paralympischen Trainingsstützpunkt in Leichtathletik ernannt. Wir haben uns für Cottbus entschieden, weil der Olympiastützpunkt Cottbus ja auch schon jahrelange Erfahrung hat in der Qualifizierung, Unterstützung von Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderungen und hier an diesem Standort eben auch entsprechende Ausbaumaßnahmen stattgefunden haben. Es geht ja darum, auch barrierefrei die Zugänge für die Sportlerinnen und Sportler zu schaffen. Das ist zum Beispiel hier auch mit der Leichtathletikhalle gelungen. Es werden Fahrstühle eingerichtet bei der Eliteschule des Sports. Also man tut etwas, um Menschen mit Behinderungen die Möglichkeiten, den Zugang zum Sport zu ermöglichen. Cottbus ist damit Brandenburgs erster paralympischer Trainingsstützpunkt für Leichtathletik. Gerade durch die Leichtathletikhalle haben sich die Trainingsmöglichkeiten verbessert. Hier gibt es diese schöne Halle mit dieser wundervollen Werfereinrichtung. Ob das der Kugelstoßring ist, der Diskusring, die Sperrwurfanlage, alles hat Einlasshaken, sodass ich meinen Stuhl super festmachen kann. Das gibt es außer im Bundesleistungszentrum Kienbaum nach meines Wissens nirgendwo. Und vor allen Dingen, was für uns, ich sage in Anführungsstrichen mal kaputte, alles überschaubare bis kurze Wege. Für die fünffache Weltrekordhalterin gehört die Cottbuser Trainingsstätte zu den schönsten Deutschlands. Während der Veranstaltung wurde Martina Willing für ihre sportlichen Leistungen und vor allem für ihren überragenden Ehrgeiz geehrt. Vor ihrer Lebensfreude kann man wirklich nur den Hut ziehen. Damit auch andere Sportler weltweite Erfolge wie Martina Willing feiern können, wird in den Stützpunkt weiterhin investiert. So wird für 940.000 Euro das ehemalige Chakra-Gebäude umgebaut. Hier soll ein physiotherapeutisches Reha-Zentrum entstehen. Damit wird ein weiterer wichtiger Meilenstein zur Etablierung des Behindertensports gesetzt. Ich denke mal, es ist ein wichtiger Schritt für Cottbus, eine weitere Sportart als Bundesstützpunkt zu haben. Das ist ja letztendlich der paralympische Stützpunkt, um diese guten Bedingungen, die wir hier haben vor Ort, auch nutzen zu können. Und sag mal, umfassend nutzen zu können, nicht nur für uns als paralympische Sportler, sondern natürlich auch für die anderen Sportler, die hier diese Anlagen mit zur Verfügung haben. Und letztendlich ist es ja immer so, dass Geld gebraucht wird, um sowas zu erhalten, zu betreiben, weiter auszubauen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt für Cottbus, so ein Standbein zu haben wie den paralympischen Sport noch. Nun gehen alle Blicke nach Rio. Aber mit den guten Bedingungen des paralympischen Trainingsstützpunktes können vielleicht 2016 einige Medaillen nach Cottbus geholt werden.